Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung, heute mal wieder zu einem Halo Reach Gameplay. Wir spielen heute ein bisschen Capture the Flag oder Kampf um die Flagge auf Beaver Creek. Und ja, das Ganze im Anniversary-Modus, denn das ist ja auch eine Map, die mit dem Anniversary-Map-Pack erschienen ist. Und ja, Anniversary-Modus, was heißt das erstmal im Klartext? Ja, es gibt die Magnum, die Anniversary-Pistol, die auf den Kopf 3-Shot down macht. Das heißt, mit 3 Schüssen auf den Kopf ist der Gegner tot. Und ja, Zero Blue, nicht Zero. Ich verwechsel das immer noch. Also weniger Blue. Und ja, also die Pistol ist auch stärker als die DMA. Dazu muss ich jetzt mal ganz klar sagen, gefällt mir persönlich eigentlich nicht so gut, weil 3 Schüsse auf den Kopf tot, das ist irgendwie so. Halo war auch immer ein Spiel, wo man relativ viel Leben hat. Und wenn man nicht viel Leben hat und doch so schnell drauf geht, ist irgendwie so ein bisschen das Halo-mäßige ein bisschen kaputt, aber okay, das ist ja auch nur in dem Modus so. Es gibt immer noch auch in den Anniversary-Listen kommen genug Slayer DMAs und Slayer und Oddball und was weiß ich dran. Also das ist alles noch im grünen Bereich. Gut, das Gameplay habe ich, ja, da habe ich eine Weile kein Reach mehr gespielt, weil ja auch Skyrim rausgekommen ist. Dazu mache ich im Moment ein Vorgestellt. Der Quert hat schon das allererste vorgestellt ist ein neues Format, was wir haben. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es hier oben mal. Könnt ihr euch da mal anschauen. Ist eigentlich ganz cool geworden. Es geht da um Limbo, ist ein Arcade-Spiel für Xbox. Und ja, das war eigentlich ganz gut gemacht. Gut, also wie gesagt, ich hatte eine Weile Skyrim gespielt und mit einer Weile meine ich glaube eine Woche oder länger oder so und eigentlich kein Reach in der Zeit und deswegen entschuldigt, wenn ich hier mal mit dem Sniper ein bisschen faile oder generell ein bisschen faile, ist ja dann denke ich mal auch nicht so schlimm. Ja, das Gameplay ist relativ kurz, wie ich sagen muss, denn die Gegner waren einfach erbärmlich schlecht und ich möchte auch mal ein bisschen darauf eingehen, so quitten, also verlassen das Spiel und so Zeugs, denn das fällt mir in Reach einfach immer wieder sehr stark negativ auf. Da kann das Spiel an sich nichts für, es ist einfach, da können die Spieler nur was für, ja. Speziell Splitscreener regen mich da auf. Ja, du spielst irgendwie Big Team Battle, ja, habe ich jetzt mal wieder öfter gespielt, vorher eigentlich nicht so, weil waren einfach nie unbedingt 9 Leute, ne, 8. 8 Leute, ja, 8 Leute. Und jetzt waren wir es aber mal wieder öfters, weil jetzt auch das Map-Pack rausgekommen ist und haben wir das da nochmal ab und zu gespielt. Und mir ist da speziell aufgefallen, wenn man, als wir dann, es wurde später am Abend und dann sind ein paar Leute von uns gegangen, dann waren wir noch zu 4 oder zu 5, wollten aber trotzdem die neuen Maps spielen, die nur im Big Team Battle drankommen. Sprich zum Beispiel Timberland, da wollten wir spielen. Und dann haben wir gesucht und dann haben wir natürlich noch Random Mates bekommen und die verlassen dann halt. Das waren des Öfteren auch mal Splitscreener, die einfach so geteilter Bildschirm spielen und verlassen. Warum? Warum verlassen sie das Spiel? Einfach so, weil in Halo Reach, für die es nicht wissen, ist es so, wenn Teammates während des Spiels das Spiel verlassen, dann kommt auch keiner mehr nachgejoint, so wie in Call of Duty oder Battlefield. Das ist auch eigentlich besser so, finde ich jetzt persönlich, dass nicht immer noch jemand während des Spiels rein, raus und bla, finde ich an sich besser, aber es hat halt einfach den Nachteil, dass wenn Leute rausgehen, man am Ende vielleicht sogar alleine dasteht und dann alleine gegen 4, 5 oder was weiß ich, wie viele Leute kämpfen muss, was man dann, wenn die Gegner nicht total erbärmlich sind, eigentlich immer verliert. Und es kann halt einfach nicht sein, dass immer jemand rausgeht, weil sie verlieren dann halt mal. Wenn sie rausgehen, haben sie eh eine Niederlage auf ihrem Konto. Das heißt, es bringt nicht mal was. Ja, wenn man irgendwie einen Disconnect hat oder so, sage, da kann man halt nichts für. Ja, aber ich glaube kaum, dass immer zufällig alle Splitscreener einen Disconnect haben. Also, dann sagen sie immer, ah ja, vorbei, bla bla, jetzt keinen Bock drauf und so, finde ich einfach nicht gut. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert. Irgendwie mal, keine Ahnung, weil es nervt doch ziemlich, wenn die Leute immer rausgehen. Und ja, das war jetzt so ein kleines Commentary mal wieder und ein bisschen Gameplay von der neuen Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sag bis zum nächsten Mal, tschaußen.